Ja, willkommen. Neue Runde. Satisfactory hat etwas länger gedauert. Keine Zeit gehabt für Aufnahme. Und jetzt habe ich heute früh eine Aufnahme gemacht und die ging in die Hose. Warum? Aus meiner Dummheit, Falschkonfiguration, habe ich eine Aufnahme gemacht und im Spielsound war Radiomusik. Das ist natürlich nicht schön. Ne? Hat er wieder abgespeichert und so ein Kram. Neue Aufnahme geht jetzt nicht. Ich habe die Aufnahme, die zeige ich euch auch gleich kurz im Zeitraffer, was ich hier gebaut habe. Und ich zeige euch gleich nochmal diesen Mod, den es da gibt, den Effizienzmod. Ja? So, als allererstes mal hier kurz, jetzt fällt mir hier der Lautsprecher auch noch um. Was ist denn das jetzt hier für ein Mist? Moment, den muss ich auch nochmal hinstellen. So, hier stelle ich jetzt her die Photovoltaikplatten. So, die Photovoltaikplatten, die werden jetzt hier hergestellt. Ich habe die Kristalle, das seht ihr gleich im Zeitraffer, von da hinten geholt, wo sie hergekommen, mit dem Beamer, mit dem Item-Teleporter. Die werden jetzt hier angeliefert. So viel brauchen wir von diesen Dingern eigentlich gar nicht. Ja? Von diesen Teilen. Das kann ich jetzt auch endlich einmal zumachen, glaube ich. Sag mal her, da brauchen wir hier, machen wir die neuen. Die können wir jetzt einmal zumachen. So, dann muss ich mir auch außen rumrennen. Das ist ein bisschen schief. Also, so viel brauchen wir gar nicht. Ich habe jetzt gemacht, ich wollte die nicht auf den Glasboden stellen. Das ist der einzige Grund, warum ich das so gebaut habe. Sonst hätten die Maschine auf dem Gras, auf dem Glasboden gestanden. Das wollen wir nicht. Ja? So. Also wir machen jetzt hier die Photovoltaik-Dinger. Die brauchen wir. Die brauchen wir, weiß ich gar nicht mehr. Ach ja, Refine Power. Und Refine Power hat ein Mega-Update bekommen. Das zeige ich euch jetzt erstmal hier. Das muss ich alles freischalten. Ist noch gar nicht alles freigeschaltet. Die haben auch jetzt ein eigenes hier. Da ist er. Biomasse. Heater, nenne ich jetzt mal. Kohle-Heater, ne? Nuklear-Heater, was auch immer. Boiler. Ne? Dann hier verschiedene Generatoren, die brauchen übrigens, die kann man nicht einfach hier drauf stellen, auch nicht auf die Wiese da unten. Geht nicht, ne? Sondern man kann jetzt richtig, man braucht zum Beispiel Boiler-Plattform, ne? Converter-Plattform, Cooling-Plattform. Was braucht denn das Ding eigentlich? Habe ich die Materialien dabei? Komm, lass uns das Ding mal hier hinsetzen. Cooling-Plattform. So, zack. Steht halb im Boden drin, ne? Mal gucken, ob das auch wirklich funktioniert. Da müsste der ja da oben drauf, da passt er drauf. Guckt, kann man so richtig geile Fabriken jetzt bauen. Energieverbrauch, was macht das Ding eigentlich? Er braucht auf jeden Fall irgendwas. Verbrauch von irgendwas. Könnte Wasser sein. Das schauen wir uns dann nochmal richtig an. Sound und Partikel. Ah, okay. Beim Sound muss man gucken, die Refine Power Dinger, wie auch manch andere, die waren immer unheimlich laut. Ja. So, das schauen wir uns jetzt nochmal an. Mal gucken, komm, lass mal schnell das andere auch noch bauen. Konverterplattform. Was könnte denn hier der Konverter sein? Generator? Den Boiler können wir uns nochmal anschauen. Die haben sich, das Design hat sich übrigens noch nicht, oder habe ich den Boiler jetzt noch nicht freigeschaltet? Passt du da oben drauf? Er passt da oben drauf. Lass mal den gucken. Cooler. Mal hier gucken. Also das wisst ihr, was nämlich jetzt in den nächsten Folgen kommt. Ach du meine Güte. Ja, Temperatur, Burn Percent. Und hier, ja, du. Ja, da steigt er noch extra ab, ne? Und dann hier, ne? Verkehrt rumgebaut. Not used Sound. Okay, an und aus können wir hier machen. Dann machen wir mal hier gleich ein. Ach, kann er keinen Screenshot von machen. Guck an. Was haben wir noch? Ach hier, Boiler. Warte mal. Ich setze mal noch hier eine Boiler-Plattform hin, gucken uns das Ding hier auch nochmal an. So. Boiler. Das schwebt. Das riecht aber danach, wenn der schwebt, dass das gegebenenfalls sich mit Wasser füllt. Kann ich nicht da oben drauf? Kann ich nicht. Da muss man mal gucken. Nee, den will er nicht. Kriege ich dich da? Da! Alles klar. Ah, okay, das will er so machen. So. Ja. Guck mal in den Boiler auch nochmal rein. Hier. Wieso kann ich denn da jetzt keinen Screenshot von machen? Mist. Aktuelle Menge im Gebäude. Ah, das ist Wasser. Okay, Wasser muss da rein. Okay, Wasser brauchen wir. Offline Burning Attached. Okay, das wird kompliziert. Weiß ich nicht, ob es kompliziert wird. Gucken wir uns dann aber an. Also das bauen wir dann in der nächsten Folge. Fangen wir mit dem Ding an. Wo sind wir nämlich? Was war das eben?
selbst nochmal anschauen. So, was ich jetzt euch einmal zeige ist, wir gehen aber hier mal zurück. Warte mal, ich gehe mal hier. Ich habe das in der Produktionshalle da gemacht, diesen Effizienzmod. Ja. Das Refine Power MK3, was da oben ist, ist Windrad. Windrad MK3, was da noch freigeschaltet werden muss. Ich gehe aber jetzt hier mal schnell zurück in ja, unser Lager, wo Gummiproduktion oder sowas ist und dann auch Stratorrotoren-Dingern dahin da, hergestellt werden. Da ist das Beste mit dem Effizienzmod, hatte ich eben auch aufgenommen. Nur habt ihr da jetzt irgendwelche Musik? Ja, ich kann euch ja jetzt nicht Radiomusik unterjubeln, ne? Copyright Strike, da ist ja gleich alles im Eimer. Funktioniert ja vorne und hinten nicht. So, wartet mal. Jetzt gehen wir hier unten hin, dann zeige ich euch das mal. Gehen wir hier durch die Tür. Hier ist wieder wahrscheinlich ein Band vollgelaufen, klar. So, hier hin. Komme ich nicht durch, hätte ich auch mal eine Tür hinbauen können. So, wartet mal. Verflucht noch eins, hier lang. Mein Gott, ich kenne mich meine eigene Fabrik nicht mehr aus. Da waren jetzt schon gleich mehrere Wochen. Ich zeige euch mal. Da ist, glaube ich, noch der eine von der Aufnahme davor. Steht da noch. Nicht mehr. So, der Effizienzmod. Hier werden die für die Produktion dahin gemacht. Der Effizienzmod zeigt das hier an. Den macht er freischalten. Der hat einmal Effizienzmod Wall, einmal Effizienzchecker Side und einmal Slim. Das ist die Größe des Displays, was ihr da seht mit Slim. Könnt ihr auch stacken. Könnt ihr auch an die Wand machen. Er misst nämlich auch Flüssigkeiten. So, wenn ihr den, der snappt da dran. Oh. Der misst jetzt, wie er das macht, weiß ich nicht. Er kann nämlich schauen, wie viel geliefert wird, auch wenn es nicht läuft und wie viel verbraucht wird. Der kalkuliert das jetzt. Erzählt er das gleich. Pass auf. Flap. Das hier, Limit 60 Items die Minute, weil es ist das Band. MK1, 60 die Minute. Herstellen von dem Item, was da drauf läuft, tue ich 7,5 die Minute. Ist auch nur eine Maschine angeschlossen. Das seht ihr auch hier, 7,5 die Minute. Ich verbrauche aber, und wie er das dann halt macht, wahrscheinlich, keine Ahnung, wie er das macht, 15 die Minute. Das heißt, hier ist schon die Effizienz nicht gegeben. Ich stelle nur 50% von dem Gelumpe her, was ich eigentlich brauche. Ja, das funktioniert überall. Das könnt ihr auch an die Wand machen, wenn ihr so ein Wandding habt. Ihr könnt auch diese Dinger hier an die Wand machen. Also wenn ihr Flüssigkeiten habt, Effizienzchecker Pipe, Effizienzchecker Wall. Ja, habe ich jetzt halt kein Rohr. Kann ich den hier hinmachen? Ja gut, da ist halt jetzt nichts. Ne? Da können wir Flüssigkeiten, wie viel wir verbraucht, wie viel geht durch. Mal gucken, was er jetzt kalkuliert. Nichts angeschlossen. Ja, bumm, Alter. Ja, ist nichts, ne? Aber dieser Mod, der ist nicht ohne, also ich finde ihn gut. Das mit den Rohren werden wir nochmal testen in der nächsten Folge, aber wir machen Refined Power in der nächsten Folge weiter. Das haben wir ja mit diesem Carbon auch angefangen. Ich zeige euch jetzt, was ich da noch gebaut habe, wie ich das gemacht habe, was ich da hingetan habe. Seht ihr kurz einen Zeitraffer, tut mir leid, dass da jetzt kein normales Video ist. Allerdings ist die Musik da unten drunter, die kriege ich nicht raus, ist dieselbe Tonspur. Und ich habe keine Zeit, jetzt ein neues Video aufzunehmen. Das nächste Video kommt ja mit Refine Power. Ich gehe nochmal hier oben. Haben wir noch was zum Freischalten? Ich gehe nochmal schnell hier hoch. So, warte mal. Und dann gehen wir hier nochmal ran. Und dann gucken wir uns das nochmal an. Da müsste eigentlich jetzt alles soweit. Ja, das ist jetzt das, was ich hier noch da habe, was noch freigeschaltet werden kann. Ansonsten ist es nicht mehr viel. Die Dyson-Sphäre hat sich auch nicht geändert. Was ist das? Das brauchen wir, glaube ich, auch noch. Ja, genau, den brauchen wir auch noch. Das ist kein Akt. Das schalte ich für die nächste Woche frei. Gut, bedanke mich fürs Zusehen. Ihr seid jetzt kurz ein Zeitraffer. Und dann geht's los mit Refine Power und Kraftwerksbau, anständigen Kraftwerksbau. Bis dann. Ciao, ciao. We'll be right back.
We'll be right back.